Servus Leute, herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Part Let's Play Empire Earth 3. Wir befinden uns nun bei der dritten Fraktion mit dem Fernosten. Fangen wir an. Das Motto des Fernostens lautet zahlenmäßige Stärke. Die Einheiten sind in der Regel billig. Der Ferne Osten ist auf Infanterie spezialisiert. Und übrigens, Ferne Osten ist meine Lieblingsstation. Einfach weil ich diesen Spielstil ziemlich mag. Ganz einfach, weil es keine Einheit, keine Baumeister gibt, sondern alle Militäreinheiten bauen Gebäude. Man kann es vergleichen wie die Wikinger aus Age of Mythology, bei dem quasi die Militäreinheiten auch die Baumeister sind. Und es hat schon praktische Vorteile. Nun gut, dann fangen wir an. Wir spielen übrigens auf normal. Das hat folgenden Grund, weil der Ferne Osten eben auf Quantity spezialisiert ist. Es ist meistens nicht so leicht, die KI down zu kriegen. Und wenn man auf schwer spielt, ist es schon fast unmöglich. Deswegen spiele ich auf normal, dass es einigermaßen noch machbar ist. Genau, so viel dazu und wir fangen jetzt an. Na, Ferne Osten, los geht's! Schnell, wendig und zahlreich. Armeen des Fernen Ostens überwältigen ihre Feinde mit Blitzeschnelle und schierer Übermacht. Bauen Sie auf diese Stärken und führen Sie Ihre fernöstliche Armee rund um den Globus. Willkommen, junge Kaiser. Der erste Schritt auf dem Weg zur Weltherrschaft besteht im Errichten einer Heimatprovinz. Klicken Sie auf die blinkende rote Provinz und klären Sie die dortige Schlacht. Sobald Sie die Provinz kontrollieren, können Sie Armeen erstellen und mit der Expansion Ihres Imperiums beginnen. In jeder Runde müssen Sie zunächst alle nicht abgeschlossene Schlachten klären. Okay, also wir starten hier in Indonesien. Finde ich einen ganz komischen Ort für den Start des Fernen Ostens. Ich hätte hier China besser empfunden, weil man doch eher China und Japan so als klassisches fernöstliche Zivilisation quasi wahrnimmt. Indonesien finde ich ein bisschen suboptimal, weil Indonesien doch eher so nahöstlich geprägt ist. Aber naja, gut. Ich bin nicht der Entwickler, ich habe das nie entworfen. Von daher. Starten wir einfach mal, wir kämpfen um Indonesien. Es gibt hier zwei eingeborene Stämme, die wir erfolgreich assimilieren oder vernichten müssen, damit wir unsere erste Provinz kontrollieren. Zu erobern müssen sie alle feindlichen Spieler besiegen, falls vorhanden, und alle einheimischen Stämme erobern oder assimilieren. Und hier ist unsere Base und wir fangen zuerst an, hier unsere Ressourcen auszubauen. Euer Diener erwartet Befehle. Ha! Euer Speerträger so, ist hier bereit. Haben wir unsere ersten Einheiten. Bauern. Ganz normale Bauern. Kann man hier im Stadtzentrum bauen? Könnt ihr im nicht bauen. Einen im Stadtzentrum nehmen. Bauern. Stadtzentrum bauen wir in Bauern. Ich genau, und gerade insbesondere meine Spitze geschärft. Ja, schön. Also genau. Euer Diener ihr seht, dass Militäreinheiten können Gebäude bauen. Hat seine Vorteile. Allerdings sind die halt nicht besonders stark. Aber dafür sind sie günstig. Ich habe gerade meine Spitze geschärft. Aha. Ha! Euer Speerträger ist bereit. So, warum wir ein paar Militärgebäude? Könnt ihr nicht einen Schwertkämpfer nehmen? Schwertkämpfer habe ich noch nicht erforscht. Soll ich machen? Okay, mach ich. Der Typ hat mich überzeugt. So. Brückenleiter. Okay, keine Ahnung, was das ist. Ich erforsche es einfach mal. Euer Speerträger ist bereit. Euer Diener erwartet Befehle. Und hier können wir einen Schaman erforschen.
Wir schauen alle feindliche Einheiten nicht an, sondern versucht sie zu erleuchten und durch Bekehrung auf ihre Seite zu ziehen. Ich kann außerdem Stämme und KI-Spieler so beeinflussen, dass sich die Beziehungen zu ihnen verbessern. Interessant. Könnt ihr nicht einen Schwertkämpfer nehmen? Wir müssen sowieso die eingewonnene Stimme auf unserer Seite bekehren. Ha! Euer Schwerträger ist bereit. So, und hier können wir Streitwagenbogenschützen bauen. Könnt ihr nicht einen Schwertkämpfer nehmen? Nein, kann ich nicht. So. Es wird Ihnen noch leid tun, mir auf dem Schlachtfeld begegnet zu sein. Hoffentlich weist mir eine große Hand den Weg. Es ist klug, hinter der Kavallerie zu bleiben. Ein Krieger, der durch Pyrdemist wartet. Da wurde ein USB-Gerät eingesteckt. Ich gehe, ich gehe. Es ist klug, hinter der Kavallerie zu bleiben. Todesmutiger Sturmsoldat. Boah, jetzt bin ich gespannt. Schwach gegen einfache Infanterie. Ich hab gerade meine Spitze geschärft. Warum sind die Einheiten schwach? Seht ihr, wie schnell die Daumen gehen? Unverzüglich. Okay, dann machen wir 31. Okay, das überrascht mich. Euer Diener erwartet Befehle. Ein Krieger, der durch wir brauchen mehr Ressourcen. So, ich gehe, ich gehe. Noch nutzloser, als sie jetzt schon sind. Unsterbliche Wesen wachen über. Was ist das mit dem zweiten Gesicht? Begibt sich der Priester in einen Trancezustand und erlangt damit für kurze Zeit uneingeschränkte Sicht über auf das gewählte Gebiet. Die Priesterin kann sich in dieser Zeit bewegen, noch etwas anderes tun. Achso, das ist quasi so Karte aufdecken, oder was? Einfluss. Nehmen Sie ein Gebäude oder eine Einheit in Besitz eines KI-Spielers oder eingeborenen Stämme als Ziel. Die Beziehungen zu diesem Spieler bzw. Stamm werden verbessert, aber die Einheit kann für kurze Zeit keine weitere Einflussnahme versuchen. Ha! Okay. Euer Speerträger ist bereit. Ein Krieger, der durch Pyrdemist wartet. Es ist klug, hinter der Kavallerie zu bleiben. Könnt ihr nicht einen Schwertkämpfer nehmen? Hoffentlich weist mir eine große Hand den Weg. Unverzüglich, Meister. Meinen Wagen hält nichts auf. Eure Feinde werden durch mich zugrunde gehen. Das Zeug können wir auch noch erforschen. Das ist ja eher als permanent. Aber trotzdem, wir brauchen mehr Rohstoffe. Ich bin der Denker und der Macher. Er ist nur der Stumme. Wer soll mich aufhalten? Überlasst sie mir. So, kommt immer mal die Streitwagen und erkunden die Treppen. Tretet beiseite, jetzt komme ich. Wer soll mich aufhalten? Schneller! Schneller, du Narr! Wer soll mich aufhalten? Okay, hier ist eine Zeitkapsel. Bewacht von Voodoo-Priestern. Schwach gegen alles, stark gegen nichts. Geil. Ich spreche für uns beide. Okay, dann haut sie mal weg. Wir übernehmen nur wichtige Missionen. Warte, was können die denn eigentlich? Bekehren die nur oder was machen die da? Meinen Wagen keine hält Ahnung, nichts was die auf! Außer rumzustehen. Ah ja. So viel dazu. Wir übernehmen nur wichtige Missionen. Ich bin der Denker und der Macher. Er ist nur der Stumme. Wo sind sie? Na komm. Mehr Geschwindigkeit. Schneller! Schneller, du Narr! Ja, genau. Tretet beiseite, jetzt komme ich! Tretet beiseite, jetzt komme ich! Euer Diener erwartet Befehle. Es wird Ihnen noch leid tun, mir auf dem Schlachtfeld begegnet zu sein. Erlauben wir einfach mal dieses Territorium. Könnt ihr nicht einen Schwertkämpfer nehmen? Ziege. Meinen Wagen hält nichts auf! Wir übernehmen nur wichtige Missionen. Überlasst sie mir! Da hoch. Tretet beiseite, jetzt komme ich! Wo sind sie? Überlasst sie mir! Ha! Euer Speerträger ist bereit. Lange. Was ist das für ein Vogel? Ist das ein Papagei?
Wundervogel. Übrigens, wenn wir auf diesen Knopf hier drücken, zurückzukommen, wir übrigens verloren, ne? Weil, ja, weil wir dann kein Gebiet haben. Euer Diener erwartet Befehle. Das ist quasi der Rage-Quiz-Button. Könnt ihr nicht einen Schwertkämpfer nehmen? Unverzüglich, Meister. Das gleiche Gebiet uns. Und jetzt wollen wir mal einen Markt. Euer Diener erwartet Befehle. Dass wir mehr Vermögen reinkriegen, weil ich so kann ich nicht arbeiten. Könnt ihr nicht einen Schwertkämpfer nehmen? Gleich machen wir mit dem Lagerhaus. Unverzüglich, Meister. Rohstoffe sind als Fernosten wichtig, weil man muss hier richtig spammen. Das ist eine richtige Spam-Faktion. Sie greifen an! So, und wer ist das? Die Naxi greifen uns an. Eure Feinde werden durch mich zugrunde gehen. Überlasst sie mir! Überlasst sie mir! Schneller! Schneller, du Narr! Tretet beiseite, jetzt komme ich! Tretet beiseite, jetzt komme ich! Wo sind sie? Unsterbliche Wesen waren. Hier, wir killen mal. In dieser Provinz ist die alte Religion nach wie vor mächtig. Die eingeborenen Völker beten nach wie vor an Schreine zu ihren falschen Göttern. Diese Schreine müssen schnell geschleift und das Volk muss aufgeklärt werden. Die Willensschwachen dürfen den Glauben nicht verlieren. Zerstören sie die beiden heidnischen Schreine. Erfolg, eingeborene Stämme, die noch keinen solchen Schwur geleistet haben, schwört ihnen Lebenstreue. Plus 4 Forschung. Cool. Dann sollten wir uns darauf konzentrieren, das zu erledigen. Die Nazis sind uns jetzt feindselig gesinnt. Euer Diener erwartet Befehle. Pass auf, wo du hinfährst. Sie greifen an. Ja. Die Nazis sind uns feindselig gesinnt. Danke, habe ich mitbekommen. Ach, Mann. Dieser überflüssige Hinweis. Hey, ach, wissen Sie was? Die Nazis sind Ihnen jetzt feindselig gesinnt. Danke, das weiß ich auch. Ich seh's doch. So, hier. Jetzt bauen wir uns mal hier richtig gescheit auf. Meister. Militäreinheiten und so weiter. Bäm. Ha! Euer Speerträger ist bereit. Optional, Brandpfeile erforschen. Erforschen Sie Brandpfeile für Ihre Rekurvbogen, um das Niederbrennen von Gebäuden zu unterstützen. Wo willst du eigentlich hin, Schamane? Du solltest doch nur diesen Typen bekehren und dich selbst nicht umbringen. Jetzt wurdest du von dem Bauer gekillt. Oder von dem hier. Eine von beiden. Wahrscheinlich beide gleichzeitig. Ha! Euer Speerträger ist bereit. Unverzüglich, Meister. Das gefällt mir nicht, dass da so viele Feinde in der Gegend sind. Ich baue jetzt mal hier. Euer Speerträger ist bereit. Bevor ich da weiter irgendwie versuche, mich hier. Ich versuche mein Bestes. Festzuhalten. So, bam, Festung. Erstmal hier. Verstärkte Konstruktion. Das nehmen wir auch noch mit. Euer Speerträger ist bereit. So. Ich mache euch stolz. So, Turm brauche ich ja auch noch. Ein bisschen zu groß. Ha! Euer Speerträger ist bereit. Wollen wir noch eine Festung hinbauen? Ne, ich glaube, eine reicht schon. Ich weiß gar nicht, ob es ein Baulimit gibt. Wahrscheinlich schon. Mein Wille ist stark. Seht mich an! Ja, bau du mal eine Kaserne, mein Freund. Ich bin hier der Komiker, nicht er. Hoho! Ich habe gerade meine Spitze geschärft. Übrigens, man kann hier auch Mauern bauen. Ich baue einfach meine Mauer zur Demonstration. Auf die Mauer kann man übrigens auch Einheiten drauf stellen, aber das funktioniert nicht so richtig, nicht so gut. Aber ich zeige es euch mal zur Demonstration. Ich mache euch stolz! Dieser Helm ist ein bisschen zu groß. Euer Diener erwartet Befehle. Das nehmen wir auch noch mit. Ha!
Euer Speerträger ist bereit. Jetzt können wir hier einen Turm bauen. Und hier kann man noch einen Mauerzugang erforschen, der überhaupt nicht funktioniert. Also da haben die Entwickler wirklich... Ich bin flink wie ein Affe. Keine gute Arbeit geleistet. Die Einheiten kommen übrigens nämlich auch so hoch. Ich zeig's euch mal. Meister, die kommen auch euer ohne Diener erwartet Befehle. Nehmen wir einfach die Jungs hinter der Kavallerie zu bleiben. Ein Krieger, der durch Pferdemist wartet. Okay, jetzt ist es gerade der Vorführeffekt. Moment, das machen wir wahrscheinlich zu. Könnt ihr nicht? Okay, der will noch seinen Turm fertig bauen. Mein Wille ist schon. Erstmal ist fertig hier. Kann ich es besser demonstrieren. Ho ho! Und was ist mit meinen sonstigen Aufgaben? Und was ist mit meinen sonstigen Aufgaben? Das hier geht einfach so hoch. Ich bin für alles bereit. Diesen Aufstieg gar nicht. Außer für Mädchen. Es sind nicht genug, um uns Schwierigkeiten zu machen. Soll ich vorauslaufen und alle umbringen? Soll ich vorauslaufen und alle umbringen? Und was ist mit meinen sonstigen Aufgaben? Na schau, die Einheiten sind... Ich bin flink wie ein Affe. Der hier ist draußen, ich ne? Ich bin für alles bereit. Außer für Mädchen. Okay. Ich sage, er soll nach unten laufen. Und er läuft woanders hin. Hallo? Oder läuft er jetzt etwa außen rum oder was? Achso, er läuft außen rum. Ah, verstehe. Okay, kann sein, dass ich diese KI unterschätzt habe. Sie läuft scheinbar außen rum, wenn sie merkt, aha, da geht's nicht durch. Ich bin hier der Komiker, nicht er. Ich bin flink wie ein Affe. Okay. Ha! Euer Speerträger ist bereit. Abgebrochene Pfeile sind nicht gerade pikant. Hier ist übrigens noch ein Turm, ne? Ja, seht ihr das? Die Einheiten glitschen da durch die Mauer durch. Ich mache euch stolz. Es sind nicht genug. So, es darf eigentlich nicht sein, da. Es sind nicht und genug. Und könnte einmal über das Tor rausfliegen. Soll ich vorauslaufen und alle umbringen? Ja. Es sind nicht genug, um uns Schwierigkeiten zu machen. Mann, so. Es sind nicht genug, um uns Schwierigkeiten zu machen. Soll ich vorauslaufen und alle umbringen? Das ist halt. Ich bin für alles bereit. Das ist halt Empire Earth 3, ja. Soll ich vorauslaufen und alle umbringen? Und was ist mit meinen sonstigen Aufgaben? Seht mich an! Es sind nicht genug, um Schwierigkeiten zu machen. Ich bin für alles bereit. Ich bin der fernöstliche Jesus. Seht mich an! Seht mich an! Ich habe gerade meine Spitze geschärft. Dieser Helm ist ein bisschen zu groß. Ich bin flink wie ein Affe. Mein Wille ist stark. Dieser Helm ist ein bisschen zu groß. Ja, übrigens eine Sache, die irgendwie abgeschafft wurde, ist, dass man hier jetzt sagen kann, ich möchte hier unendlich Einheiten bauen. Ja, das haben sie einfach entfernt, warum auch immer. Ich kann mit meiner Waffe einen Mann und ein Pferd aufhalten. Ich will nicht sterben. Oh Gott. Angriff, oh je, das sind viele. Es sind nicht genug, um uns Schwierigkeiten zu machen. Geh auch mal. Es ist genug, hinter der Kavallerie zu bleiben. So, hier lässt du das super kämpfen. Verteidigt euch! Ja, das Feind ist dann genauso scheiße wie unsere. Ich mache euch stolz! Ich werde sie zermalmen! Na shit, dann gehen wir als Bogenschützen und wir haben keine. Wir müssen uns doppelt anrüsten. Nicht gerade bekannt. Nein, kommt sofort wieder her! Feiglinge! Ihre Kavallerie wird stürzen. Männer marschieren. Frauen reiten auf Pferden. Ich kann mit meiner Waffe einen Mann und ein Pferd aufhalten. Die Narren greifen ihre Kavallerie wird stürzen. Nicht aufhauen, ihr Feiglinge. Jetzt werdet ihr zersäbelt. Einen großen Krieger wie mich kann man nicht besiegen. Wir sind wie Hühner. Oder wir kümmern uns um jeden Mist. Unverzüglich, Meister. Ein Krieger, der durch Pferdemist wartet. Pfeile erforschen. Was ist das? Hoffentlich weist mir eine große Hand den Weg. So. Die Naxi. Ich kann mit meiner Waffe einen Mann und ein Pferd aufhalten. Achso, wir können uns um die Naxi eigentlich suchen, dass wir uns mit dem verbünden. Die verderben mir die Laune. Wir schicken dir einfach Rohstoffe rüber. Lalalalalala. Alles wird gut, alles wird gut.
so müssen wir euch Liebe. Warum kämpfen wir dann noch gegen euch? Hier. Ich kann ihre Pferde riechen. Ich kann mich gar nicht mit euch verbünden. Ach, Mann. Meine Klinge und meine scharfe Spitze sind bereit. Wieso geht das nicht? Eure Feinde werden durch mich zugrunde gehen. Ach so, wahrscheinlich, weil ich sie besiegen muss. Alle heidnischen Scheine besiegen. Ihre Kavallerie wird stürzen. Ich fühle mich geehrt, euch zu dienen. Ich folge meinem Herrn. Der Tod wird euch in die Arme schließen. Ja gut, ich werde sie zermalmen. Klatschen wir euch weg. Ihr habt es so gewollt. Tut mir leid. Ich bin der Denker und der Macher. Erst nur der Sturm. Da ist der Schrein. Ihre Kavallerie wird stürzen. Eure Feinde werden durch mich zugrunde gehen. Ich kann mit meiner Waffe einen Mann und ein Pferd aufhalten. Mein Wille ist stark. Er hat Klebstoff gegessen, deshalb sind seine Lippen versiegelt. Die Narren greifen uns an. Meinen Wagen hält nichts auf. Ich bin der Denker und der Macher. Er ist nur der Stumme. Ich spreche für uns beide. Der Scheiß und jetzt haben wir gewonnen, oder was? Alle heidnischen Schreine. Wie heißt es, gibt mehr? Mann, scheinbar gibt es mehr als nur einen. Eure Feinde werden durch mich zugrunde gehen. Wer soll mich aufhalten? Ja. Dann Festung hinbauen. Pass auf, wo du hinfährst. Sie greifen an. Ich spreche für uns beide. Oh Mann. Wir sind betroffen. Ja geil, wie soll man als Fantasy-Fraktion spammen, wenn es kein Infinite-Button gibt? Ho ho! Ich mache euch stolz. Ich bin der Denker und der Macher. Er ist nur der Stumme. Wir übernehmen nur wichtige Missionen. Ich kann euch helfen zu siegen. Was machst du eigentlich? Belagerungspfeile forschen. Es wird Zeit, unseren besonderen Wert zu beweisen. Wie funktionierst du? Es ist ja so spannend, unsere Leiter im Kampf auszuprobieren. Ja, das ist eine Leiter. Und nun? Es ist ja so spannend, unsere Leiter im Kampf auszuprobieren. Was für einen Sinn erfüllst du? Sie greifen an! Ich spreche für uns beide. Heute klettert unsere Leiter. Einfach mal eine Leiter in den Kampf schicken. Genau, wir brauchen schon Belagerungsfähigkeit. Es ist spannend, unsere Leiter im Kampf auszuprobieren. Seht ihr, hier ist eine Beschleunigung. Voll gegen eine Mauer. Ich spreche für uns beide. Tretet beiseite, jetzt komme ich. Wie toll sich das manövrieren lässt. Egal. Euer Albtraum schießt von einem Streitwagen aus. Außer, dass es gut hängt. Meine Klinge und meine Schuhe. Ja, das macht sie bei jeder. Einen großen Krieger wie mich kann man nicht besiegen. Es ist ja so spannend, unsere Leiter im Kampf auszuprobieren. Ja, komm, jetzt hör auf mit deiner Leiter. Jetzt wollen wir angegriffen. Wir übernehmen nur wichtige Missionen. Ich will sehen, was diese Leiter kann. Ich kann ihre Pferde riechen. So, jetzt schicke ich da ein paar Leute rein und jetzt? Meine Klinge und meine scharfe Spitze sind bereit. Nix. Reichweite. Spürt ihr die Beschleunigung? Ach, die Leiter schießt. Wow. Es wird Zeit, unseren besonderen Wert zu beweisen. Ihre Kavallerie wird stürzen. Einen großen Krieger wie mich kann man nicht besiegen. Meine Klinge und meine scharfe Spitze sind bereit. Ich marschiere gern. Bereit machen, um große Höhen zu erreichen. Die Narren greifen uns an. Scheinbar macht die auch den AOE-Schaden. Ich kann mit meiner Waffe einen Mann und ein Pferd aufhalten. Ihre Kavallerie wird stürzen. Ich kann ihre Pferde riechen. Ich werde sie zermalmen. Stecken und schlitzen! Vielleicht kann man ja mit den anderen Bündnis eingehen. Umagert! So, jetzt sind wir mit denen fest verbündet.
Meine Finale und meine scharfe Spitze sind bereit. Das heißt, 2 gegen 1. Ist bei denen auch wieder so ein Ketzertempel? Nein, scheinbar nicht. Die haben eine relativ anständige Armee. Ich kann mit meiner Waffe einen Mann und ein Pferd aufhalten. Einen großen Krieger, wie mich ein Mann besiegen. Ich kann mit meiner Waffe einen Mann und ein Pferd aufhalten. Ich könnte euch die Wolken vom Himmel holen. Ich nehme ihn mir vor. Die Narren greifen uns an. Ich kann mit meiner Waffe einen Mann und ein Pferd aufhalten. Meine Klinge und meine scharfe Spitze sind bereit. Da kommen nur Einheiten raus. Was für gut an dieses Gebäude. Ich werde sie zermalmen. Na, unser Verbündeter greift uns an. Wo läuft denn der jetzt hin? Ach, da ist noch ein Tempel. Ja, gut, kannst du den wegmachen. Funktioniert das? Bist du mit dem verfeindet? Der Turm wird angegriffen! Ja, der Turm wird angegriffen. Das ist kein Turm, das ist eine fucking Leiter, die gerade explodiert ist. Was soll das? Oh Mann. Ich kann mit meiner Waffe einen Mann und ein Pferd aufhalten. Mit meiner Waffe einen Mann und ein Pferd umhüten, ja, ja. Stofffeld auch noch mitnehmen. Wir sind betroffen. Aber auf jeden Fall nicht. Dieser Helm ist ein bisschen zu groß. Es sind nicht genug, um uns Schwierigkeiten zu machen. Nicht genug Rohstoffe. Moment, jetzt. Oho! Unser Verbündeter kämpft gegen den Feind. Meinen Wagen hält nichts auf. Okay, wer ist jetzt Feind, wer ist Freund? Schwer zu erkennen, weil alles irgendwie grün ist. Pass auf, wo du hinfährst! Sie greifen an! Er hat Klebstoff gegessen, deshalb sind seine Rippen versiegelt. Egal, alles ignorieren, ich will nur den Tempel da oben demolieren. Wir übernehmen nur wichtige Missionen. Ich kann mit meiner Waffe einen Mann und ein Pferd aufhalten. Meinen Wagen hält nichts auf. Ich bin nur auf Durchreise. Schneller! Schneller, du Narr! Überlasse sie mir! Die Feinde sind es. Schneller! Schneller, du Narr! Ich werde sie zermalmen. Ich bin der Denker und der Macher. Er ist nur der Stumme. Ich mache euch stolz. Die Narren greifen uns an. Der Sieg gehört mir! Ah ja, Verbündeter spürt den Tempel auf. Ganz ausgezeichnete Neuigkeiten. Alle heidnischen Schreine der alten Religion wurden zerstört. Jetzt gedeihen in diesem Land Wahrheit und Aufklärung. Und wir kriegen 4 Technologiepunkte. Und die Provinz gehört uns. So, Indonesien gehört nun uns und was habe ich hier? Hier sind 4 eingeborene Stämme, hier im Indischen Ozean und in Australien sind Fremde. Senaquerib. Was habe ich hier in China? Hier ist nichts. Ist auch nichts. Wir brauchen Forschungsprovinzen, das ist auf jeden Fall wichtig. China wäre eine wichtige Forschungsprovinz. Allerdings sollten wir uns vielleicht erst um diesen Spieler hier kümmern. Weil, ja, je weniger Fremde auf der Map sind, desto besser für uns. Von daher würde ich sagen, wir greifen im nächsten Zug die 2 hier an. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal hier eine Armee aus. Das 2-mal. Wir brauchen hier noch einen Bürger hin, dass wir mehr Verteidigung hier haben. Und Straßen können wir eigentlich auch noch hinbauen. So. Genau, dann greifen wir jetzt einfach mal hier den
Australier da an. Zwei Armeen, 2 gegen 2. Achso, und wir können bald in die nächste Epoche. Wir haben ja 4 Forschungspunkte erhalten. Was ziemlich gut ist. Allerdings haben wir jetzt aktuell keine Forschungsprovinz. Gerade da. China würde eine Forschung geben. Und der Nordpazifik genauso. Allerdings kann man nicht eine neue Armee gerade bauen. Wir müssen dann scheinbar, wenn wir hier das erobert haben, dann können wir unsere Armee hier in einen Zug rüber schicken, weil wir dann letztlich hier sowieso Straßen bauen. Von daher machen wir das einfach mal so und greifen diesen unbekannten Spieler da an. So, er hat auch Straßen gebaut. Sonst sehe ich jetzt nichts weiteres mehr. Ah ja, seht ihr, in Indonesien wurden jetzt auch Straßen gebaut. Gut, jo, dann kämpfen wir quasi beim nächsten Mal um das Gebiet in Australien. Und damit geht es im nächsten Part wieder weiter mit dem Westen. Also, dann verabschiede mich für dieses Mal und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann, euer Janka. Die nächsten Parts werden übrigens jetzt etwas länger als diese, die letzten 3 Parts, die ihr gesehen habt. Das war nur so Prolog, Eröffnungslevel und ja. Die nächsten Parts, die könnten etwas länger dauern. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Nun gut, also bis dann, euer Janka. Ciao.